Borchegg ist nicht nur bekannt durch die großartige Gründung, durch den Böhmenkönig Ottokar II. Unsere Hauptattraktion sind natürlich die Störche, die mittlerweile sogar schon auf dem Schloss nisten und somit eine Verbindung schaffen zwischen noch intakter Natur und einer faszinierenden Stadtgeschichte. Borchegg hat Mitteleuropas größte, auf Bäumen nistende Storchenkolonie. Alte, meist abgestorbene Eichen, wie hier am Rande der Machauen, sind der ursprüngliche Lebensraum der Weißstörche. Sie sind leicht anzufliegen, bieten Schutz und eine tolle Aussicht. Im März kommen die ersten Störche in Borchegg an, meist männliche Störche. Wer zuerst da ist, bekommt die besten hochgelegenen Nester. Im Mai schlüpfen die ersten Jungen. Anfangs nur 65 Gramm leicht, legen sie täglich das Doppelte ihres Körpergewichts zu. Die kleinen Störche wachsen und werden von den Eltern ständig mit Futter versorgt. Nun ist es wichtig, dass geeignete feuchte Wiesen zur Nahrungssuche zur Verfügung stehen. Im Juli erfolgen die ersten Flugversuche der mittlerweile ausgewachsenen Jungstörche. Wenige Wochen später sind die Jungen bereits weitgehend selbstständig unterwegs. In der Mitte des Augusts beginnt die Abreise nach Afrika. Die Jungvögel fliegen zuerst, sicheres Indiz für einen angeborenen Kompass. Nach 2 bis 3 Monaten Reise erfolgt im Dezember die Ankunft in Ost- und Südafrika, den Winterquartier für rund 500.000 Störche. Dann im Februar erfolgt der Aufbruch der Altstörche nach Borchegg. Diesmal etwas schneller in nur 6 Wochen. Die Jungstörche treiben sich bis zu 3 Jahren zwischen der Türkei und Afrika herum und kommen meist erst dann wieder an die Orte ihrer Geburt zurück. Wenn die Störche Ende März als kleine schwarze Punkte am Himmel über der March auftauchen und kurze Zeit später ziemlich erschöpft ihren Horst aus dem Vorjahr in Besitz nehmen, haben sie eine bis zu 10.000 Kilometer lange Flugreise hinter sich. Die Borchegger Störche gehören zu den sogenannten Ostziehern, die von Ost- und Südafrika über Ägypten und den Bosphorus nach Österreich kommen. Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit beträgt 50 km pro Stunde und die durchschnittliche Tagesstrecke beträgt 150 bis 200 km. Mit Hilfe der Thermik schrauben sie sich dank ihrer Flügelspannweite von bis zu 2 Metern in bis zu 1 Kilometer Höhe. Mit etwas Glück kann man hier manchmal auch den Schwarzstorch beobachten. Ansonsten wird man ihn nur selten sehen, weil der prächtige Vogel viel zurückgezogener lebt als seine Verwandten, der Weißstorch. Die Nistplätze des Schwarzstorches sind im Wald auf mächtigen alten Bäumen versteckt, wo er im Mai 2 bis 4 Jungstörche großzieht. Die Störche sind ohne Zweifel die großen Stars von Borchegg. Aber diese einmalige Auenlandschaft beherbergt darüber hinaus auch eine herausragende Artenvielfalt, wie Biber, Vögel, Fische. Mit der Theia und der Donau bildet die March das größte naturnahe Augebiet Mitteleuropas und mit 150 km die heute noch längste durchgehende Flussstrecke Österreichs. Stadtrat Schwab schrieb 2011 in den Borchegger Gemeindenachrichten: Die Störche sind wie alle Jahre Mitte August wieder in ihr Winterquartier gezogen.
Heuer waren 37 Horste von 36 Paaren und einen einzelnen Storch besetzt. Am 20. Mai 2011 schlüpfte der erste von 93 Jungstörchen. Am 24. August verließen noch drei Nachzügler unsere Storchenstadt. 2014 wurden die Nester von 69 Störchen besiedelt und 72 Jungstörche traten gegen Ende August die Reise nach Afrika an. Die Störche führen sogenannte Saisonehen und selbst für diese kurze Zeit nehmen sie es mit der ehelichen Treue oft nicht ganz genau. Aber sie sind vorbildhafte Eltern. Sobald im Mai die ersten Jungen schlüpfen, bleibt immer ein Elternteil im Nest und der andere muss Futter herbeischaffen. Und zwar in großen Mengen, bis zu 5 Kilogramm pro Tag und Familie. Treu sind die Störche hingegen ihrem Nest. Soweit er bei Ankunft noch frei ist, versuchen sie, ihren Horst aus dem Vorjahr wieder zu beziehen. An ihm wird ein Leben lang weitergebaut. So entstehen Werke von beeindruckender Größe, bis zu 2 Meter hoch und 1,5 Meter groß im Durchmesser, wiegen die mächtigsten Storchenburgen bis zu 800 Kilogramm. Weißstörche sind nicht besonders teikel in der Zusammenstellung ihres Speiseplanes. Alles, was nicht zu klein oder zu groß und leicht zu erbeuten ist, wird gefressen. Frösche, Heuschrecken, Mäuse, Fisch, Würmer und auch die seltenen Urzeitkrebse. Für das Wohl der Störche sorgt das reichhaltige Futterangebot in den saftigen Machwiesen. Die einzige Gefahr, die den Störchen Macheck droht, ist ein Ausbleiben der Hochwässer und der trockenen Wiesen. Das Klappern der großen Vögel, deren Stimme nur schwach ausgeprägt ist, kann vieles bedeuten. So wird etwa um Weibchen geworben, werden Familienmitglieder begrüßt oder horstfremde Artgenossen vertrieben. Wir haben nun Ende August. Der Herbst macht sich bemerkbar. Die Nester stehen nun leer und warten darauf, im nächsten Frühjahr wieder von unseren Störchen besiedelt zu werden.